vollbeladener Tanklastzug kam am Montagmittag auf der B91 nahe der Ortschaft Bäumchen aus bisher nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ja, wie es dazu gekommen ist, ist schwierig. Das werden die Nachforschungen erstmal ergeben. Aber er ist auf dem Randstreifen gekommen wahrscheinlich mit dem Vorderrad vom Sattelauflieger und ist dann im Randstreifen eingesunken und ist dann mehr oder weniger in den Graben reingezogen worden. Die Bundesstraße wurde abgesperrt und alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen getroffen. Der Tanklastzug hatte rund 35.000 Liter Benzin und Diesel geladen. Glücklicherweise traten keine Gefahrenstoffe aus. Vorsorglich wurden jedoch Kräfte der Feuerwehr zur Unfallstelle beordert, welche die Bergungsmaßnahmen absicherten. Also im Moment sind die zum Abpumpen bestellt, also die Leute, die das Benzin und Diesel abpumpen. Danach wird das Fahrzeug aufgerichtet, aber ich denke mal, bis heute Abend um 8, um 9 wird die Straße bestimmt noch gesperrt sein. Die Polizei regelte den Verkehr auf der eingerichteten Umleitungsstrecke. Der entstandene Sachschaden war gering.